So, hallo, hallo. Also wir haben hier ein, nicht Grudge-Match, sondern ein, ja, ein Progress-Match quasi. Moment, so viel zur Einleitung. Also zur Einleitung, Gamtree hat davor viel von Zebra Coaching genommen, weil sie die gleichen Charakter spielen. Und ja, jetzt muss ich zeigen, wer hier... Gamtree jetzt mit zusätzlichen Ramses-Coaching jetzt wirklich den Run seines Lebens bis jetzt holt, oder? Ob Zebra einfach sagt, nee, hier. Mal ruhig mit den jungen Pferden hier. Bis jetzt auf jeden Fall solid Lead für Zebra. Hat auch noch nicht wirklich in Gefahr, jetzt einen Stock zu verlieren. Außer halt durch dieses Jojo an der Ledge. Ist sie ein bisschen zu spät, muss sie rausrollen. Oh, super patient hier. Oh, und da kommt der Gamtree, das... Ich will nicht sagen der Classic, aber das passiert ihm leider immer noch zu oft. Und Zebra hier mitten im soliden 2-Stock kann ja eigentlich gechillt erstmal gucken hier, Prozente holen. Ist überhaupt nicht gepressured. Selbst wenn er hier den Stock noch verliert, macht ihr gleich den Jano. Oh Mann, ich sag nichts mehr. Und naja, gut. Er ist ja wieder ein bisschen chillen hier, glaube ich, nach dem Free Side B Geschenk. Okay, näher. Oh, näher Side B! Immer schön saftig, hört sich super gut an. Und. Ja, ansonsten. Okay, Fire, also. Okay, also wenn Zebra weiter solche Sachen haut, dann schenkt er hier den Lead ein bisschen weg. Zu viel darf er sich jetzt nicht mehr erlauben. Also, Backthrow killt noch nicht, außer an der Ledge. Ansonsten muss er auf Back Air aufpassen. Andererseits, Gamtree könnte durch eine Nair hier sterben. Schönes Magnet. Interceptet hier die Nair. Ist aber gefährlich hier an der Ecke. Und Backthrow! Hat zu lange gewartet. Neptune killt noch nicht, aber der nächste sollte. Geht hier für die Jhin Classic, aber wird punished. Aber 165 ist möglich, aber sicherlich schwer. Vor allem gegen jemanden aus Zebras Kaliber. Fischt hier ein bisschen für die Backair, sieht man, aber. Mehr. Und ja, Ness ist zu leicht. Ja, da ist interessant. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht so one-sided, dass sich Zebra zu viel erlauben kann. Vor allem, wenn Gamtree jetzt nicht auch einen Stock schenkt mit SD. Dann kann ich mir vorstellen, dass das Ness schon ein paar gute Tools hat, auf jeden Fall, auch gegen Wolf, weil Wolfs Recovery selbst auch nicht die beste ist unbedingt. Wo Ness denn doch recht gute Conversions hat, auch gegen Fast Faller. Und wir gucken erstmal. Wir bleiben auf der Stage, PS2 höre ich hier. Characters scheinen auch zu bleiben. Gamtree sich doch noch. Okay, wir haben doch einen Stage-Switch auf Battlefield. Und Zebra lässt sich hier das Privileg nicht nehmen, hier die Musik auszuwählen. Dadurch, dass Gamtree hier eh seine eigene Musik hört, sollte ihm das nicht beeinflussen. Aber für die Vibes von Zebra ist das natürlich unglaublich wichtig. Wir sehen hier, er genießt die Musik. Und wir gehen hier direkt in Game 2. Wir werden hier gleich auch den updateden Score haben. 1-0 für Zebra. Und ja, okay. Gamtree fängt schon mal ein bisschen aggressiver an. Im ersten Game hat er erstmal nicht so viel gemacht. Jetzt ein Dash Attack. Interceptet hier die Wolf Flash. Early Wolf Flash. Das ist etwas. Ich glaube, Zebra fühlt sich wirklich krass gerade. Mit den Optionen, für die er hier geht. Oh, kein Jump. Ein bisschen zu spät. Und oh, Back Air! Schöne Conversion. Reingehalten von Gamtree. Und muss dann relativ early mit dem Stock bezahlen dafür. Und muss jetzt natürlich gucken, dass er jetzt nicht zu viel Gegendamage nimmt und dann den Stock clearen kann. Score ist richtig, ey. Okay, ersten 10% Laser. Immerhin, selbst wenn er jetzt den Stock verliert, 10% hat er schon mal sicher in der Tasche. Okay. Hat er Conversion aus dem Magnet gedroppt. Hätte er, glaube ich, mehr kriegen können.
Down throw. Oh, fair reset. Catch hier den Air Dodge. Geht hier nicht für die Dash Attack. Okay, Offstage. Side Flash. Oh! Das war so. Und Game Dream hat hier erstmal. Tanzt hier erstmal. Dabei muss er noch zwei Stocks holen für dieses Game. Darf hier nicht zu confident sein und verliert hier fast den Stock hier durch den Down Smash. Und SD. Nein! So nicht! Oh Mann. Das war so ein in real life Taunt to get bodied. Oder self-bodied eher. Und ja, jetzt muss er hier wieder. Ganzes Stock-Defizit fast. Und selber sagt sich, ja, ich muss approachen. Ich fisch hier für meine Clips. Ich muss hier ein paar Clips sammeln. Ja, krieg die Weak Back Air. Und ich frage jetzt, ob hier Zebra hier für. Oh, und ich wollte schon sagen, ob er hier für den Yano Side B geht und er macht es einfach. Er schenkt einfach. Er gönnt. Okay. 109. Oh, hier die Rolle reden. GameCube will hier einfach nur. Oh, einen Decker fressen. Und 2-0. Justin, wir müssen Pop auf den. Reverse Game. Oh man, hier wird schon der Pop-Off vorbereitet. Also, Zebra ist sich sehr siegesicher. 2-0, Dankeschön von der Assistenz hier. Und ja. Welches Stage habe ich jetzt nicht gesehen? Dime auf Battlefield. Kriegen schöne Xenoblade-Musik und ja, mal gucken, ob sich hier Game 3 ohne SD durch ein Game schlagen kann. Andererseits, ja, Zebra schenkt ja auch ein bisschen mit seinen SDs um die Ecke. Aber kommt hier, komm doch auf die Plattform hier, komm doch hier, ich bin hier. Zebra zeigt hier highly reactive Gameplay. Und fair. Okay, up there. Ja, ein. Also, bis jetzt muss man sagen, halt, Gamtree kriegt wenig Openings und die Openings, die er kriegt, da ist auch noch nicht so. Fehlt noch der Wumms so. Dahinter. Okay, upstage. Oh, early edge. Zebra schenkt den Stock. Hat wohl schlecht gespaced und ich glaube, Gamtree denkt sich hier, we take those. Also, wenn hier schon Geschenke gemacht werden, die muss man nehmen. Vor allen Dingen, wenn man Top 8 ist. Und es ist immerhin Losers Zeit, das heißt, der Verlierer ist raus aus dem Turnier. Und wir kriegen ja 39% Lead ist jetzt nicht. Oh, Magnet, erste Magnet Conversion, aber kein Extended Combo. Oh, okay. Die Down Air ist nicht safe on Shield. Oh, Scoop. Reicht noch nicht. Battlefield hat High Ceilings. Oh, aber hier. Also, bei der Recovery, da muss Gamtree auf jeden Fall viel mehr drauf achten. Also, gegen Spieler wie Zebra, der punisht das, wenn du Early Edge Dodge, Air Dodged. Oder halt jetzt jumpen musst. Oh, ne, oh. Na, oh, schön die Beefy Abi, um die, das Jojo zu klenken. Okay. 169. F-Tilt? Oh, geht für Dash Attack. Oh. Gefährlich, oh. Okay, 2 Stock Lead für Gamtree. Zebra muss sich ein bisschen anstrengen oder er sagt einfach, okay, ich nehme das Game hier, um Informationen zu sammeln. Und jetzt, ja. nimmt ihr noch die 12% mit aus der Blast Zone. Sagte ich, ja. Was man hat, hat man erstmal. F-Smash, 49. Und ja, also ich sag mal Wolf. Der muss da schon ein bisschen kämpfen jetzt. Der muss noch ein paar Prozente holen, bevor er hier einen Kill holen kann. Also, maximal was killen kann, ist so Down Smash an der Ledge. Aber selbst jetzt vielleicht und fair Backer. Okay, fair Backer. Range ist raus, aber Raw Backer reicht jetzt.
Und da haben wir ihn auch. Direkt. Und ja, 64 ist jetzt nicht viel. Ist auf jeden Fall. Gamefly darf sich jetzt nicht die Konzentration verlieren. Geht ganz schnell. Hat einen guten Lead. Muss den aber jetzt auch runterspielen. Ohne jetzt solche Air Dodges zu machen. Oh. Der Doppel Spike war schon ein bisschen. Scary. Oh, Air Dodge. Okay, New Share Air Dodge. Oh. Landet hier on Shield, lässt Zebra aber wieder Center Stage aus der Ledge raus. Kennt ihr es? Oh, diese Sidebeats, die sind so gefährlich. Also, Zebra. Der sagt, ich meine, er hat noch zwei Games ja, danach, selbst wenn er das jetzt throwt. Während Gamefly jetzt hier um seinen Tournament Run kämpfen muss. Ui, okay. Interessante Idee, aber. Die Execution war nicht richtig. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich covert. Ich wollte den Orion machen. Komm mal, du hast ein Game von mir. Hier kommt gleich der Instant Trash Talk hier von Gamtrees. Instant Trash Talk hier. Also die Competitor fühlen sich hier. Das ist ja auch nichts Böses hier. Die sind einfach so. Ein gesunder Trash-Talk hier zwischen zwei Spielern, die sich sehr gut kennen, tatsächlich. Und ja, jetzt hat aber Zebra mal zum ersten Mal die Stage Big. Und wir bleiben gespannt, was kommt. Gamtry will hier Justin auf seine Secondaries, oder nicht mal Secondaries, sondern Tricondaries baiten. Tertiaries baiten hier. Aber ich glaube, wir bleiben hier auf Wolf. Vielleicht, nee, wahrscheinlich nicht auf Ness, weil Zebra meinte, er möchte das Mirror nicht spielen, weil das wack ist einfach. Also sowohl das Wolf-Mirror als auch das Ness-Mirror. Also bleiben wir wahrscheinlich auf. Vielleicht auch eine Lucina von Justin? Von Zebra? Es scheint nicht klar zu sein, was er picken möchte. Aber wir sind in der Nähe von Wolf. Bleiben wir in der Nähe von Wolf. Also ich weiß, er hat noch eine Lucina eigentlich. Wolf. Und... Ich meine, sein Wolf war jetzt nicht schlecht. Er muss einfach nur aufhören, so diese random Clip-Farming-Options zu machen und dann kann er das auch easy holen, aber... Ich glaube, er spielt hier ein bisschen fürs Publikum auch. Also ein bisschen was zu sehen haben. Und wir gehen hier zurück auf Stadium. Die erste. Wie Game 1 und das Gameplay ist so ähnlich wie Game 1, wobei da einfach nichts zu machen. Spacing. Peak Spacing hier. Also, Justin, der sagt, okay, ich kann das einfach reactionary spielen. Du hast keine Spacing für deine Burst-Option. Und ich Witch Punisher einfach alles. Und hier 30%. Nicht so viel. Oh! Fairback Air. Schön. Tatsächlich noch nicht so viel Damage. Aber der Down Smash. Wie gesagt, diese Early Air Dodges, die kosten. Und die hat Gamtrees, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Gamtrees das macht. Und er muss da echt aufpassen. Die sind echt, ja, die kosten halt. Bei 60 Stock verloren. Oh, schöner Two-Frame. Und er macht's schon wieder. Was macht er? Und aber kommt der Counter-SD. Es kommt der Counter-SD. Was ist das für ein Game? Nur mal zur Info, das ist hier Top 8, ja? Loser-Side wohlgemerkt, aber trotzdem Top 8 Berlin. Und ja. Und ja, und einfach. Dead even durch solche Aktionen hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Aber. So Peak Smash würde ich das jetzt nicht nennen. Es ist so eher so. So. Friendly ist eher so als Tournament Bracket, aber. Na gut. Soll jedem überlassen. Also ich spiele ja auch. Ich sag ja auch immer, das Wichtigste ist, dass man Spaß hat am Spielen. Und das Gewinnen kommt dann automatisch, aber. Trotzdem kann man auch schon für ein paar bessere Optionen gehen. Aber wir sehen jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viel. Viele Haymaker hier von Zebra ist auch ein Defizit. F-Smash ist jetzt, ja, free mit Wolf, wenn du den Wolfst. Der Endlag ist tatsächlich nicht so hoch. Dafür 20 Frames Startup. Oh, Ledge Trap.
Backair. Positioniert sich für die Backair, aber Genfi springt nicht rein. Geht hier für PK Fire. Whip Punch und Back Frog. Mit dem komischen DI. Ich glaube, das hat bei richtigen Dealen noch nicht ganz gekillt, aber 2-2 und wir haben hier Zebra im Game 5 und jetzt muss er doch ein bisschen gucken, dass er hier nicht zu casual spielt. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht. Also ich glaube, Zebra hat hier ein bisschen was? Beilef? Beilef? Wir sehen hier Zebra Beilef? MK Zebra? Oh Mann, also dieses, ich stelle mich schon mal auf die Johns ein, wenn das Game vorbei ist. Oder auf den Extreme Pop-Off, wenn er wirklich mit der Beilef gewinnen sollte. Oder mit dem Beilef. Ich weiß nicht, welchen Skin er pickt. Ob er Male oder Female Beilef spielt. Zebra, der throat einfach mit Upbeats offstage und solchen Sachen. Der fühlt sich zu krass. Und Salim, ich kommentiere das, aber ich nehme den anderen Bildschirm, weil der tatsächlich kein Delay hat. Und ja, Miles, der fasst sich ja am Kopf hier. Nachdem er gehört hier, was hier abgegangen ist. Und wir haben hier echt Game 5. Loser Nestito! Oh mein Gott! Okay, also Zebra hier in Türkis mit seiner patentierten Farbe. Und Gamtree ist hier mit dem Mava 3, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich habe das Spiel tatsächlich noch nicht gespielt. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Und wir sehen hier viel Pika Fire. Okay, Abwehr. Oh, oh! Ja, so müssen die Kombos sein. Das sagt sich hier Zebra. Mit Abtilt und dem Spike. Und man merke, es war wieder der Air-Dodge. Ja? Der Air-Dodge zuletzt, der war nicht sehr gut für Gamefreaks bis jetzt. Und? Ja, hier. Näher, Grab. Das sind schon hier ein paar kleine Conversions hier, wie man sieht. Aber. Oh. Ich würde ja sagen, ist jetzt recht even, aber mit der Vorlage von Justin eben ist es genau ein Stock nicht even. Ja. Auch von den Neutral-Interaktionen her ist es richtig. Neutral-Interaktion, ja, aber das, man sieht einfach oh, das und Advantage. Die Upbeat durch den Down-Smash durch. Das Advantage von Zephyr ist einfach viel krasser. Oh, kriegt den Tag nicht! Aber der Gimp! Kriegt einfach den Tag nicht. Wird hier reversed, hier. Yeah? Auf den Edge Guard. Das ist ja ein richtig explosives Matchup. Ja. Aber es ist halt wie gesagt Wagman. Ich kann schon verstehen, warum Zebra nicht gerne Mirror spielt, weil es einfach zu viel. Ich würde ja nicht sagen random, aber es ist halt so. Sehr viel Rock, Paper, Scissors, was du halt spielen musst. Du kannst dich einfach das Matchup runterspielen quasi. Also so die Vor- und Nachteile gegeneinander. Upthrow geht noch nicht. Backthrow wäre es wahrscheinlich eher gewesen bei 148. Wahrscheinlich schon. Ness ist jetzt auch nicht besonders schwer. Aber es könnte natürlich auch ein bisschen Put gewesen sein. Ja, oder er kennt seine Prozente. Schaut an Hamster. Oh, yeah! Und der Taunt. Der Taunt, und er hat den Abi gefressen. Er frisst hier den Abi. Zeigt hier die Matchup-Knowledge hier. Ah, stimmt. Ich erinnere mich. Er meinte mal so, dass Mura ist unglaublich ekelhaft wegen Magnet einfach offstage. Wenn er den Jump catcht, dann ist einfach vorbei. Also du musst wirklich hier mit Air-Dodge arbeiten tatsächlich sogar. Weil du das Abi einfach wegabsorben kannst. Ja, der letzte und die Abi! Reicht aber nicht! Zu früh Game gefreut! Mit dem Mid-Game-Pop auf! Zu früh gefreut und er. Aber es läuft trotzdem gut für ihn. Oh, schon wieder Beefy Abi. Aber er hat früh genug geschildet. Und die Up-Air! Oh, ja, gut, die Up-Air! Und der Traum ist vorbei! Der Traum ist vorbei! Wie er sich einfach gefreut hat für die Abi. Also ich sag mal, ich gönn's ihm. Ja, also er hat einen insane Run hingelegt heute. Er ist quasi, ich weiß nicht, sonst immer 1-2, 2-2 so gegangen und hat jetzt einfach... Ja, heute 5-2, glaube ich. 5-2, insane gegen wen hat er jetzt gespielt gehabt?